Hallo, hallo, meine Lieben, hier ist wieder euer Einherr-Harry. Servus, grüßt euch und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn es heißt, akkurein glücklich sein, dass der Harry. Servus. So, heute geht es natürlich wieder um Power Exchange Gerät von Einherr. Power Exchange, was ist Power Exchange? Power Exchange ist die Akkuplattform, die wohl perfekt ist für uns Heimwerker, gerade vom Preis-Leistungs-Verhältnis und überhaupt. Ein Akku für viele Möglichkeiten, ein Akku für alle Geräte, einfach genial. Und heute geht es um die Einherr. Akku Einhand-Oberfräse, Einhand-Zweihand-Oberfräse. Du hast einmal Einhand, Zweihand. Die TPRO 18 Li Brushless, also Brushless-Gerät. Und da muss ich euch gleich mal sagen, ich habe da Unboxing-Video gemacht, da habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe das aber im Video angezeichnet. Und zwar dieser Anschlag, dieser Parallelanschlag, den habe ich hergenommen und habe einen Fehler gemacht und habe den so gemacht. Da werden natürlich viele im Video geschrieben haben, du, das ist ein Fehler, das gehört dann nach innen rein. Dann hast du nämlich den Parallelanschlag sauber drin und hier hast du auch diese Zirkelspitze sauber drin. Ich habe jetzt was gemacht mit der Zirkelspitze, weil da war jetzt keine weitere Mutter dabei, da habe ich jetzt einfach 6er Mütterli genommen und habe da das hingemacht, die Zirkelspitze. Die könnt ihr jetzt praktisch starten lassen oder auch wegmachen. Ich muss mir da vielleicht noch was überlegen, ob ich da irgendwie was wegnimmt, so dass ich immer dran lassen kann. Das wäre mir am liebsten, dass das dann reingeht und dann trotzdem verstellbar ist. Ansonsten muss ich halt zwei Sachen aufmachen. Dann muss ich die da aufmachen und die da und dann ist es auch verstellbar. Wobei es natürlich nur besser ist, weil es nur stabiler verankert ist. Das Ganze. So. Aber ich würde sagen, wir probieren die Fräse einfach mal aus und schauen sie an, wie sie wirklich funktioniert. Wie gesagt, ich habe die ganz normalen Fräser, wo es von KBB gibt, das Set. Die haben noch nicht einmal was anderes gekauft, das funktioniert, das passt. Ich möchte mal ein paar bessere Fräser noch kaufen, weil manchmal ist es so, ich weiß nicht, liegt das am Holz, ich bin ja jetzt kein Tischler oder kein Schreiner, liegt das am Holz, dass das dann so ein bisschen blöd ausfräst oder dass das sauber wird, aber ich denke, dass eine teure Fräse ist wie ein teurer Bohrer und ein billiger Bohrer. So, dann machen wir das einmal fest da. So, fest ist es. Dann können wir jetzt praktisch hergehen und können hier Nut fräsen. Ja, genau. Eben nicht. Jetzt habe ich sie auf Zirkelspitze eingestellt. So rum müssen wir. So rum müssen wir. Und so rum, wenn du den jetzt verankerst, dann ist der richtig stabil. Und das habe ich im Unboxing-Video verkehrt gemacht. Klar, ich habe das Ding auch erst einmal in der Hand. Probiere das erst einmal aus. Und dann passiert halt auch sowas. Machen wir ein bisschen so weiter näher. So, jetzt kannst du natürlich hergehen und kannst die Fräse echt sauber führen. Ich habe natürlich mein Staubsaugerle dabei, mein Lieblingsstaubsaugerle, den kleinen. Es gibt natürlich auch den Connect-Funktion-Staubsauger, den gibt es ja, habe ich auch schon ein Video davon gemacht. Den habe ich aber leider nicht hier, der ist in einer anderen Werkstatt, aber ich werde ihn wieder mit hernehmen. Ich glaube, wir brauchen hier öfter wie dort. So, den machen wir jetzt da fest. Ich habe es jetzt einfach, ihr wisst ja, ihr könnt es hier mit dem Revolveranschlag voreinstellen. Hier die Feineinstellung habe ich alles im Unboxing-Video sauber erklärt, glaube ich. Aber jetzt wollen wir ja mal sehen, wie funktioniert es eigentlich oder wie liegt es in der Hand oder was macht sie so. Also, ich brauche einen Gehörschutz, weil ihr wisst, mein Tinnitus sonst, der haut es mir weg. Wie sagt der Harry immer, Akku rein glücklich sein. Da ist er schon drin. Anmachen. Einschalten, das Licht leuchtet. Einschalten. So, das muss ich sagen, das hat echt schon mal super funktioniert. Und auch die Fräsen funktionieren gut. Einwandfrei, würde ich sagen.
Dann haben wir ja noch die Zirkelspitze. Das ist jetzt ein Gerät, das einfach Spaß macht. Ich glaube, das macht jedem Spaß. So, die Zirkelspitze ist dran. Die Zirkelspitze ist dran. Das habe ich ausgemessen, 4 mm. Warte mal, wie machen wir das? So her. Aber eigentlich wollte ich noch, weißt du, was ich eigentlich noch machen wollte? Ich wollte auch, dass ihr das von der Nähe seht. Komm, dann machen wir noch eine Fräsung. Zoomen wir noch mal hin. Machen wir noch eine Fräsung. Gehen wir ein bisschen weiter raus. So her. Zoomen wir ein bisschen hin, dass ihr das seht. Kamera nach unten. Einwandfrei, so schaut das gut aus. Gehörschutz drauf, Akku rein, sind schon drin. Einschalten, Licht brennt. Einschalten. Ausschalten nicht vergessen und das schaut das gut aus. Die Absaugung funktioniert übrigens gigantisch gut. Muss ich wirklich sagen. Muss ich bloß da schnell umdrehen, dass ich das auch sehe, was ich mache. So, jetzt bauen wir das Ganze mal um auf Zirkelspitzen, Johnny. So rum. Und da ist es jetzt einfach, ich habe das da hingemacht und es dort gelassen. Die Zirkelspitze, jetzt steht sie. Steht die Fräse noch hoch. Seht ihr? Da könnt ihr jetzt entweder einfach rein drücken, was auch funktioniert. Einwandfrei bei dem Holz. Super. Und dann kann man hergehen und können da wieder ein rein zirkeln. Gehörschutz. Jetzt muss ich sagen, jetzt bin ich glaube ich verkehrt rum gefahren, weil es flackt nämlich ein Haufen Dreck da. Du musst zu dir herziehen wahrscheinlich und das probieren wir jetzt nicht nochmal aus. Machen wir mal ein bisschen weiter. Aber der Harry lernt ja immer dazu, sagt er doch. So, festmachen, festmachen, anmachen, entspannen, einschalten. Ausschalten nicht vergessen. Und dann schaut es schon ganz anders aus. Dann schaut es wirklich schon ganz anders aus. Das sind jetzt die Sachen, das zeige ich aber noch. Das sind jetzt die Sachen, wo ich meine, vielleicht, dass da vielleicht, klar, du hast jetzt natürlich quer zur Phase gefräst, jetzt kann es natürlich sein, dass es einfach nicht so toll ist. So, dann machen wir den Akku raus. Machen wir die einmal raus hier. Das geht ja ganz leicht. Und dann brauchen wir natürlich einen anderen Fräser, denke ich mal.
Dann nehmen wir, was nehmen wir da? Dann nehmen wir aber einen ohne Anlauf. Den da nehmen wir. Den da nehmen wir. Den habe ich jetzt genommen. Zum Wechseln des Ganzen habt ihr hier einfach raus damit. Dann ist es wieder wichtig, da seht ihr da drauf, eine Markierung, bis zur Markierung soll er nein. Nicht weiter rausstehen lassen. Ich weiß, oft kriegt man die Tiefe nicht, dann merkt man, ein bisschen geht schon noch, ein bisschen geht schon noch. Es ist echt sehr gefährlich, weil das Ding hat bis 30.000 Umdrehungen und da, wenn es den raushaut, dann schaut es, glaube ich, dann ist es nicht toll. So, dann haben wir hier den Aufsatz. Dann machen wir den rein. Das ist echt genial. Dann hast du ja hier deine Markierungen. So, dann machen wir das jetzt mal frei Auge so, dass wir einfach ein bisschen Kante hinbringen. Machen dann fest. Ich habe es jetzt einfach frei Auge gemacht, dass ich ein bisschen Kante hinbringe, weil ja das Teil da ausprobieren will. Das wo dann praktisch hier entlang fährt, aber wir sind jetzt auch ein bisschen zu weit außer der Mitte. Das heißt, wir müssen da weiter rein. Wir machen da auf. Wir müssen da weiter rein. Und dann können wir ja hier geführt praktisch entlang fahren. Schauen wir mal. So, also ich habe das da als fest gemacht. Hier habe ich die Tiefe praktisch, stelle ich ja vor ein. Schau. Und dann probieren wir einfach mal unser Glück. Es ist natürlich jetzt so, so geht es jetzt nicht. Das tun wir auf Zeit. So, machen wir mal den Akku rein, Gehörschutz auf. Staubsauger an, Fräse an. So, und da muss ich dir sagen, das funktioniert genial. Du kannst es natürlich auch weglassen, aber ich glaube, dass das wirklich gut ist, dass das geführt ist, weil sonst stellst du es ja nicht geben. So, jetzt zoomen wir mal zurück. Machen wir mal einen Return auf Zoom. Das muss ich alles händisch machen, weil meine Fernbedienung habe ich leider, oder besser gesagt, ich nicht, meine Frau hat sie mitgewaschen. Also Schuld ist meine Frau. Weil irgendjemand muss schuld sein. So. Jetzt schauen wir uns das mal an. Die Phase mit dem Anschlag. Ist natürlich jetzt ein bisschen zu weit reingegangen. Aber das ist ja eigentlich auch wurscht. Das ist eigentlich auch wurscht. Ja, klar, logisch. Und dann hier ist eben das, was ich gemeint habe, wenn sowas so ausfranst. Liegt es jetzt daran, dass ich quer zur Phase gefräst habe
Oder liegt es an dem Fräser, weil die einfach günstig sind? Da bin ich gespannt auf eure Kommentare, weil es gerade bei sowas, man sieht es ja hier, das ist ziemlich rau, das Ganze, ist ziemlich rau. Aber das mit dem Kreisbogenfräsen, mit der Zirkelspitze, finde ich genial. Das mit der Kopierhülse habe ich noch nicht geschnallt. Habe ich auch noch nicht geschaut, weil ich habe jetzt die Video gleich ziemlich hintereinander gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich noch nicht geschaut, habe ich noch nicht geschnallt, habe ich mir noch nicht schlau gemacht. Aber ihr werdet es mir bestimmt aufklären, gell? Aber es ist echt genial. Die Absaugung funktioniert mega. Die funktioniert mega, wirklich. Du hast echt wenig Dreck. Muss ich wirklich sagen, also mega, ohne Schmand. Ein sehr geiles Gerät. Jetzt hätte ich nur eine Frage an euch. Mit dieser Drehzahl, gibt es da verschiedene Drehzahlen für verschiedene Fräser? Habt ihr da ein bisschen mehr Erfahrung wie ich? Weil, wie gesagt, ich habe jetzt da gar keine Erfahrung. Klärt es mir doch einmal auf. Weil Drehzahlverstellung ist ja da, also muss ja auch einen Sinn haben. Ich lese aber auch im Internet einmal nach und mache mir ein bisschen schlau. Aber ansonsten würde ich sagen, haben wir die wichtigsten Funktionen probiert. Wie gesagt, das andere liegt natürlich am Fräser. Ich werde mir aber jetzt auch noch ein paar bessere Fräser kaufen, einfach mal zum Ausprobieren, ob das einen qualitativen Unterschied bei der Fräsung macht. Schauen wir dann. Aber ansonsten finde ich die Maschine mega. Die finde ich echt mega. Gerade auch mit dieser Aufbewahrungsbox, mega. Absolut mega. Ist einfach genial. Einfach, also wirklich, das ist wirklich eine Hightech-Maschine. Das ist eine absolute Hightech-Maschine. Muss ich sagen, Einheil, beide Daumen nach oben. Super gemacht, super gelöst, super, super Sache, super Equipment dabei, super Werkzeug dabei. Qualitativ extrem hochwertig. Gefällt mir super. Muss ich sagen, bin ich wirklich extrem begeistert. Kann auch nicht schimpfen, gar nichts. Bis auf das, dass da vielleicht jetzt noch euer extra Ding dabei gewesen wäre. Flügelmutter. Aber das ist auch wurscht. Das ist auch wurscht. Und da werde ich mir noch was einfallen lassen, dass ich das feststarten lassen kann, weil ich bin immer der, wo das will, dass das immer feststarten ist. Dann kann ich es nicht verlieren. Ja. Wobei diese sind ja auch im Set. Also, würde ich sagen, das war's schon wieder von mir. Jetzt meldet sich der Kompressor auch noch. Silent-Kompressor. Gibt es auch ein Video. Extrem geil, weil auch total silent das Ganze. War schon wieder von mir. Wenn du noch kein Abo nicht gemacht hast, dann wäre es nicht blöd, wenn du eins machst, weil ich versuche halt natürlich immer die neuesten Geräte gleich zu bekommen, gerade in der Power Exchange-Reihe, so dass ich dir zeigen kann, ob du das brauchst, haben willst oder haben musst. Und deswegen Abo machen wäre nicht verkehrt. Danke fürs Zusehen, bleib gesund, bleib wie du bist. Siehst du, das ist gar nicht so angelaut. Kümmere dich um deine Geräte, deine Familie, alles, was dir wichtig ist. Und das Allerwichtigste ist, schalt wieder ein, wenn es heißt, Akku rein, glücklich sein, das ist der Harry. Bis zum nächsten Mal, ciao, servus, mach's gut.